So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Flife aus dem Volcano Dungeon. Und da spawnen direkt mal die drei Viecher, wo mich direkt am Anfang angegriffen haben. Beziehungsweise meine M, weil es problematischerweise hat sich natürlich direkt mal Flife aufgehangen, als ich das erste Mal seit, keine Ahnung, 3 Monaten oder so in Volcano Dungeon reingegangen bin. Hängt sich's erstmal direkt auf, hammergeil, Standard halt. Und ja, dann stand der M da dämlich da und musste gegen 3 Meteonika alleine kämpfen, die sind 13 Level über ihm. Ich meine, gut, der ist auch eher M, aber ja, die haben trotzdem ziemlich viel Schaden gemacht, 500 oder so. Und das, obwohl der Full, ja gut, nicht Full STA ist, aber ja, sehr, sehr viel STA hat. Naja, so, machen wir den Chat hier weg, sehr sinnlos. Party habe ich zum Glück nach 5 Milliarden Stunden suchen. Was machen wir hier? Das ist relativ einfach erklärt, und zwar weiß ja jeder, die Hero Questies sind ja Dragonheart und wie heißt das andere? Weird Eye, ich konnte das Wort noch nie aussprechen. Oh, meine Schwertskills habe ich voll vergessen. Genau, die sollte ich vielleicht noch machen, dann wird der Damage noch mal ein bisschen höher. Genau, Dragon Tooth braucht man nicht, aber Dragon Heart und die Weird Eyes von dem Cyclope X. Ich weiß ja gar nicht, ob wir die Cyclopes auf Dauer kloppen können, weil die sind ja 120 und die hier sind nur 118. Also 120 sind dann 5 Stufen über mir. Das ja, wäre dann vielleicht schon wieder eine Nummer zu groß, weil eigentlich geht es ja ums Farmen. Dass man eine andere Alternative ist zu Astria neben dem Gigen, was man auch noch so farmen kann, wenn man jetzt nicht unbedingt, keine Ahnung, Tramnok Run oder Aminoscripta Run machen will oder sowas, dann ist das hier, glaube ich, eine ganz gute Alternative zum Astria Farmen, weil Astria Farmen ist auf Dauer wirklich ziemlich langweilig, da habt ihr schon recht. Vor allem, was es halt wirklich 30 Folgen lang oder so nur das war, und ja, gebe ich euch absolut recht, das ist auf Dauer wirklich nicht so geil. So, ich merke gerade, ich krieg ultra viel Schaden, deswegen haue ich jetzt mal meine Death-Medizin rein. Die machen schon ziemlich viel Schaden, aber gut, sind noch 3 Level über mir, muss man dazu sagen. Und haben auch von dem Stärkegrad einen ziemlich hohen. Also die meisten verrecken ja, wenn sie hier reingehen, was ich überhaupt nicht verstehen kann. Weil man muss sie halt einfach nur einzeln umklopfen, dann kann man hier gechillt durchlaufen mit 120. Aber es gibt tatsächlich Leute, die verrecken hier teilweise sogar mehrmals, was ich, wie gesagt, echt nicht verstehen kann. Aber naja, ist halt deren Problem. Gut, ja gut, dann natürlich noch ein Problem ist, es sind halt nur Agros, deswegen greifen die dich hier permanent an. Also wenn da 2 Mobs sind, dann greifen sie dich immer beide an. Das ist natürlich auch noch ein bisschen ärgerlich, wodurch der Damage halt auch ziemlich stark steigt nochmal, wenn man direkt 2 Mobs immer angreift, obwohl man eigentlich nur gegen 1 kämpft. Das ist ein bisschen ärgerlich, und ja, dann wie gesagt, ansonsten machen sie halt auch einfach ein bisschen mehr Schaden als jetzt. Ja, wobei, nee, ich glaube nicht mal, die Crawlers machen, glaube ich, auch 1000 Damage. Also ich glaube, die machen nicht mal mehr als ein Caldera. Wenn sie nicht mehr als in Caldera machen, dann können sie nicht stark sein. Wobei natürlich die in Astria im Vergleich zu denen ultra wenig machen. Aber gut, die sind ja auch auf dem gleichen Level wie ich. So, es läuft ganz gut. Wie gesagt, ich habe eine PSF. Oh, da sind ja noch viel mehr. Da wäre ich jetzt voll vorbeigerannt. Ja, genau. Der Chat da oben ist über das Upgrade-Video von heute. Da habe ich mich ein bisschen aufgeregt darüber, nicht darüber, dass es so oft gefehlgeschlagen ist, das war klar, das war mir klar, das war jedem klar, der sich das Video wahrscheinlich angeschaut hat, da die Chancen einfach nur ultra minimal sind. Darüber war ich auch gar nicht angepisst, sondern ich war darüber angepisst, dass ich halt ungefähr das 5-fache von dem gezahlt habe, was ich vor einem Jahr gezahlt hätte, und im Endeffekt trotzdem das gleiche Ergebnis habe und jetzt nicht mal meine Waffe sockeln kann. Also Sentient Sword kann ich jetzt nicht sockeln, weil die Fire A-Cards 1,3 Milliarden kosten. Also das heißt, 5-mal, da würde ich nochmal 6,5 Milliarden zahlen, damit das Schwert dann 35 STR und 10 Crit Damage hat, was halt einfach nichts ist. Also für 6,5 Milliarden ist das einfach mal gar nichts. Deswegen ist es halt ultra ärgerlich, und darüber war ich halt dann mega angepisst. Weil da diese 2 Faktoren aufeinander gesteuert sind, die Preise sind überteuert und es klappt sowieso nicht. Also du gibst Unmengen an Geld aus und das funktioniert sowieso nicht. Also du kriegst nicht das, was du willst, und zahlst dafür auch noch dumm und dämlich. Zahlst dich dafür auch noch dumm und dämlich. Ja, die halten schon ganz schön was aus. Wie gesagt, 5 Level über mir, das ist dann doch schon wieder eine Nummer zu heftig. Also, dass die halt nicht wieder mit 3 Schlägen tot sind, wie wir es vom Farm gewöhnt sind, aber ja, es passt schon. Ja gut, und hier ist noch das Problem, hier sind weniger Mobs. Wobei oben sind, glaube ich, viele auf einem Preis. Aber naja, mal schauen. Vielleicht gehen wir auch wieder runter, bleiben bei den Meteonikern. Wollte ich jetzt nur mal schauen, wie das denn nochmal so ist.
War ja schon, ist ja schon eine Weile her, seit wir das letzte Mal hier waren. Genau. Ja, und dann halt wie gesagt, die Preise von den Upgrade Scrolls, ja, es ist momentan, es ist unlogisch, dass sie so teuer sind. Also es liegt halt einfach mit dieser Wegcoin-Inflation zusammen, hängt halt damit zusammen, weil halt momentan die Wegcoins einfach für einen Preis gehandelt werden, der jenseits von gut und böse ist. Also 300 ist schon krass, oder teilweise halt 400, 500 Millionen pro 100 Wegcoins. Das ist halt so heftig, wenn man bedenkt, dass es vor 4 Monaten noch 120 oder 130 pro 100 waren. Also wie krass ist halt innerhalb von einer doch ziemlich kurzen Zeit einfach ums Doppelte gestiegen ist, ums Dreifache gestiegen ist. Also das ist schon heftig und das liegt halt hauptsächlich daran, also daran liegt es hauptsächlich, dass die CS-Scrolls momentan so ultra teuer sind, obwohl diese ganzen Aktionen im Cash-Shop sind. Minus 30% ist jetzt immer noch, es geht glaube ich auch noch eine Weile, steht ja wieder groß auf der Shop-Seite und jedes Mal, wenn man den Patcher startet. Und dann ist ja noch so, dass vor kurzem dieses Wochenende war, mit dem Wochenendangebot, Wochenendverkauf mit den Upgrade-Scroll-Bundles. Deswegen hätte ich eigentlich gedacht, okay, perfekter Zeit zum Upgraden. Jetzt müssen sie eigentlich billiger sein als jemals und sie waren teurer als jemals. Aber ich habe es deswegen gemacht, weil ich halt die Befürchtung habe, dass es einfach immer teurer wird. Und dann machst du es lieber jetzt für G-Protex 130 Mille, wenn sie dann in 6 Monaten 200 kosten. Oder in 3 Monaten 150 oder 160. Also, ja, es ist schon schlimm geworden. Also, selbst upgraden, eine komplette Sackgasse, da kommt man einfach nicht weiter. Weil wenn man wirklich was Erfolgreiches, was Gutes machen will, muss man halt 100 Milliarden reinstecken, dann ist es nicht mal das Beste. Und wenn man 100 Milliarden irgendwo reinsteckt, dann sollte es schon ziemlich das Beste sein, weil sonst ist er ziemlicher Schwachsinn. Ja, okay, hier sind echt wenige Monster. Auch wenn fast jedes einen Wert eye-dropped, glaube ich, lohnen sich die Meteoniker mehr, weil da mehr auf einem Haufen waren, die dichter zusammen waren. Und ich glaube, die respawnen auch schneller. Oder respawnen genau am gleichen Platz, ist halt angenehmer. Ah, naja, mal schauen. Können auch immer hoch und runter laufen, das macht jetzt nicht so viel Arbeit. Und die PSF sollte eigentlich noch eine Weile laufen. Ghost Hero steht da. Hero. Moment, war der nicht vorhin 112? Ja, tatsächlich, dann hat er wohl... ganz vergessen zu antworten, dann hat er wohl... Kussgröß an. Naja. Ach ja, genau, und Kussgröß, genau, wo ich es jetzt gerade angesprochen habe. Die sind momentan für 1,3 Milliarden im Auktionshaus. Das ist halt einfach nur heftig. Ich meine, natürlich, es kauft, hoffe ich zumindest mal, keiner. Aber trotzdem, wie einfach nur alle denken, dass irgendwie alles auf einmal so ultra viel wert ist, nur weil die Wegcoins so teuer verkauft werden. Und was ich halt nicht verstehe, ist, dass sie die Preise so durchziehen können, weil anscheinend irgendwelche Vollidioten das dann tatsächlich auch noch kaufen. Kussgröß für 1,3 Milliarden, das ist... Die haben vor zwei Monaten haben die noch 800 Mille das Stück gekostet. 800, fast die Hälfte. Also die haben sich fast verdoppelt, die Preise. Das ist halt, ich verstehe halt nicht, wer das zahlt. Da muss man doch komplett dämlich im Kopf sein, weil wenn es einfach niemand kauft, dann verkauft es auch niemand mehr so teuer. Weil dann merken die, ja gut, kauft keiner, dann machen wir es halt wieder 300 Mille billiger. Das ist zwar immer noch schweineteuer und viel teurer als davor, aber dann wenigstens nicht mehr fast doppelt so teuer. Aber das verstehen halt anscheinend nur wenige. Dass man es so halt nur immer schlimmer macht. Und jetzt im Endeffekt das gesamte Geld, was ich jetzt ewig lang zusammengespart und auch geschenkt bekommen habe, im Spiel hat mir im Endeffekt wirklich fast nichts gebracht. Also wirklich diese kompletten Milliarden, die ich mir da zusammengespart habe, habe ich jetzt gute 25 bis 30 in das Ancient Sword reingehauen. Und jetzt so Straßenverkaufswert, ja, klingt jetzt so übelst... Gangstermäßig, aber ist halt so, Straßenverkaufswert ist es vielleicht bei 6 Milliarden und ich habe 25 dafür ausgegeben. Also ein absoluter Witz, also das Ding würde sich kein Schwein kaufen für, nicht mal für 10 Milliarden würde sich das irgendjemand kaufen, weil es halt einfach schlecht ist. Also es ist natürlich, es ist wahrscheinlich das zweitbeste Ancient Sword Two Hand auf dem Server, weil es halt kein anderes gibt, aber trotzdem, was soll man da machen?
wenn einfach keine guten Ergebnisse rauskommen und man sich halt einfach dumm und dämlich zahlt. Das ist halt echt ein Problem. Also ich würde es mir wirklich wünschen, wenn die einfach einen neuen Server aufmachen. Dann müsste man halt nochmal fett Werbung fürs Spiel machen. Ja, und dann müsste es eigentlich laufen. Also ein neuer Server wäre, glaube ich, schon für viele nochmal der Anreiz, das Spiel nochmal anzufangen, weil es einfach nochmal komplett neu gestartet wird. Natürlich, es gibt dann die Leute, die cashen direkt 100 Euro rein und graden sich dann direkt Stuff ab. Aber man muss auch sagen, was wollen sie sich denn upgraden? Weil du musst ja erstmal hochleveln. Natürlich, man kann sich Q-Scrolls kaufen, dann levelt man sehr schnell hoch. Aber du musst ja erstmal diese gesamten Sachen, die es jetzt hier in Hülle und Fülle gibt, die musst du erstmal droppen. Also die ganzen Luzakas, Queens, Tramnok, diese ganzen Dungeons und so, die kannst du überhaupt nicht machen, weil niemand tankt für dich. Und selbst wenn, hat der Tank vielleicht nicht mal gut genuges Equip auf einem neuen Server. Selbst wenn er durch Q-Scrolls sehr schnell 150 geworden ist oder ja 135 voll SDA, wird ja auch schon reichen. Würde nichts bringen, weil er einfach kein Equip hat und deswegen wahrscheinlich trotzdem verrecken würde. Weil ich war ja dabei, letztens bei einem Aminoscripta-Run zum Beispiel, weil das jetzt mit Ramnung nicht viel zu tun hat, aber trotzdem, und nur um das mal gesagt zu haben, der war Full STA, Full Equipped, Z plus 10, also Blockrate, alles vorhanden und wäre, na gut, beinahe abgenippelt, stimmt nicht, also er hat halt sein komplettes Leben wirklich verloren, bevor wir ihn gekillt haben, da musste er wirklich eine Lakotte reinschmeißen, um nicht abzunippeln. Was normalerweise für einen Tank eigentlich so ist, der tankt halt einfach und muss normalerweise nicht healen, fooden. Ja gut, healen, fooden, ja. Also, jo, von daher, der Damage ist schon ziemlich hoch und dann ohne Equip, nur Full STA, wird wahrscheinlich etwas ungemütlich. Oder auch Lakotten, hast ja keine, höchstens du kaufst du die auch im Cash-Shop, aber kann ich mir nicht vorstellen, dass da jemand dann wirklich, das sind dann, da sprechen wir dann von Sachen im Wert von, keine Ahnung, 500 Euro oder so, wenn du da wirklich ein komplettes Equip aufbaust und dir dann auch noch die ganzen Upcutstone, Remantis, Lakotten, die ganzen Power-Ups und so auch noch kaufst. Also da zahlst du dich dann wirklich dumm und dämlich, weil das halt Sachen sind, die man sich normalerweise nicht im Cash-Shop kauft, sondern die kriegt man halt normalerweise bei Events. Und eigentlich kauft man die nicht im Cash-Shop, deswegen, ja. Aber da gibt's sie ja nicht, deswegen, oder würde sie es nicht geben. Deswegen, ja, müsste man das dann so machen, wenn man sie denn haben wollen würde, aber man bräuchte sie halt einfach, weil man sonst es nicht schaffen würde. Genau, also neuer Server wäre wirklich so ziemlich das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, was nochmal richtig fett Erfolg hätte, vom Spiel aus gesehen. Weil alles andere, was Websen macht, landet ja wie immer ein Griff ins Klo. Ich habe auch gehört, diese Events vom Amephis oder wie der Typ heißt, ich vergesse den Namen immer wieder. Wenn einfach so komisch ist. Wie heißt es denn nicht einfach Amemph oder Amemphis oder so? Das kann man sich leicht merken, weil der heißt der Amonephus oder... Ach, keine Ahnung. Egal. Jedenfalls, die Events, habe ich gehört, sollen gar nicht mal so gut besucht sein. Ja? Also sind zwar immer einige Leute da, klar, aber... Wenn man jetzt mal bedenkt, dass der Server übergreifend die ganze Zeit full schautet und das beim letzten Mal habe ich es ja mitbekommen, da war ich ja sogar online. Weiß nicht, wann er angefangen hat, aber als ich on war, hat er ungefähr noch 10, 15 Minuten geschautet. Und dann hieß es, dass da jetzt nicht so viele Leute da waren. Also für die, wenn man mal bedenkt, dass es serverübergreifend, nicht serverübergreifend, sondern halt mit Fullshout im Endeffekt halt einfach an alle Spieler, die gerade online waren, diese Nachricht geschickt hat über Fullshout. Und ja, dann im Endeffekt nur so wenig Leute da waren. Also wenig in Anführungszeichen natürlich. Ja, finde ich schon erstaunlich und ich finde auch die Events ehrlich gesagt ein bisschen öde. Beispielsweise diese Monster-Invasionen, die sind halt für niedrige Spieler total anspruchslos, weil die verrecken da nur reinweise. Ich bin da verreckt mit meinem Hero-Bill-Poster. Also total schlecht gemacht im Endeffekt. Natürlich für die High-Spieler, ja, die freuen sich einen Zipfel ab, einen Ast ab, wenn sie nicht extra da hinten in den Dungeons müssen, zu Hydros und Co., sondern die halt vor Flare spawnen. Klar, für die ist es cool, aber für alle anderen ist es halt ultra scheiße, weil sie da hingehen. Denken, hey, war ein fettes Event, was jetzt nicht so... alltägliches und dann, ja, verrecken sie und verlieren auch noch Prozent und Level und vielleicht stirbt noch ein Pet. Pff, geile Aktion, muss ich schon sagen, also ja, finde ich persönlich ziemlich lasch, was die da machen und vor allem diese Events, wann sind die denn? Einmal die Woche, wenn überhaupt? Nicht mal wahrscheinlich. Also ich bin da nicht täglich on, aber ja, oft werden sie nicht sein, weil wenn ich mal on bin, dann bin ich ja eigentlich schon relativ lange on und ich kriege das eigentlich nur relativ selten mit.
Die machen echt richtig krassen Schaden. Muss man den einfach mal lassen. Blödsinn, ich habe kein Food mitgenommen, fällt mir gerade auf. Ah, doch, meine... Oh, doch. Nee, Schwachsinn. Meine M hatte das ganze Food, habe ich schon wieder vergessen. Wie viele Plätze hat der? 5. Ja, aber machen wir erstmal 3. Es reicht eigentlich. Müssen wir jetzt nicht übertreiben hier. Der Hähnchenfresser. So. 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 Gut, dann rebuff ich den ganzen Typi nochmal. Ja, dann würde ich jetzt eh sagen, sind wir sowieso am Ende angelangt. Zumindest für diese Folge. Das Problem ist, im Volcano Dungeon, man muss ja immer eine Fun-Bubble zahlen, um reinzukommen. Das habe ich am Anfang gezeigt. Da ist das Problem, dass man sich die immer wieder farmen muss. Weil wenn man rausgeht, braucht man wieder eine neue. Und das Problem ist jetzt, wenn ich mich auslogge, ist es halt... Ja, relativ riskant, dass ich dann halt beim Einloggen vielleicht sterbe. Also ungebufft dann mich halt einloggen oder mich halt vorm Ausloggen nochmal Rebuff könnte ich auch theoretisch machen. Aber ich mache es auch manchmal so, ich logge mich ein, dann gehe ich kurz vom Bildschirm weg. Und da reicht ja wirklich, wie man hier sieht, da reichen 10 Sekunden und ich bin down. Na gut, wenn ich blocke, vielleicht ein bisschen mehr, 20 Sekunden. Ja, aber dann ist Feierabend, dann bin ich down. Und das wäre schon ziemlich ärgerlich. Ich meine, würde keine Prozent verlieren, aber dann müsste ich trotzdem wieder raus. Dann hätte ich auch gleich rausgehen können, ohne dass ich gestorben wäre. Also Fun-Bubbles muss man sich halt immer in Vorrat holen, aber wie man hier sieht mit einer PSF, 10 Dragon Hearts, gut, die Dragon Tooths bringen jetzt nicht wirklich was, aber auch 12 Weird Eyes und wenn man bedenkt, dass man die für 100 bis ja, 500k in den besten Zeiten, bei XP-Events kann man die richtig teuer verkaufen, also wenn man sich die auch noch aufhebt für XP-Events, wo alle Hero, Master, was auch immer machen wollen, ja, dann kann man sich schon ordentlich mit Kohle eindecken. Also hier 5 Mille, ja, schon 10 Mille verdient bei einem XP-Event. Also, und das jetzt in 15 Minuten. Also richtig profitabel. Kann ich nur weiterempfehlen. Man muss halt bedenken, sehr viele Agros und ohne hauseigenen RM, der möglichst auch noch tanky ist, weil sonst nippelt er die ganze Zeit ab, würde ich mich hier nicht reinwagen alleine. Das ist dann nicht so klug und zum Leveln sowieso nicht. Gibt zwar hier auch relativ viele Prozente, weil die Mobs ziemlich dicht sind und nicht Stufe 118 sind, aber naja, gibt bessere Levelorte. Gut, dann bedanke ich mich fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal, macht's gut, haut's rein und ciao, ciao.